Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ich hoffe, ihr habt den letzten Teil geschaut. Ansonsten würde ich euch empfehlen, schaut euch den ersten Teil an und ja, dann den zweiten. Ich will gar nicht lang schnacken, wir wollen gleich weiter zocken. Wir waren nämlich noch in der ersten Mission, ist das glaube ich so. Muss mich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Von daher habt ein bisschen Nachsicht. Ansonsten nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Abo oder auch ein Like da lassen, würde ich mich mega drüber freuen. Aber ich würde sagen, ab dafür. Warten wir noch, weil sonst schießen die links wieder. Warum klappt das nicht? Jetzt so? Ein ordentlicher Treffer. Ich finde schon eine Lücke. Jetzt so. Aber Leute, ich werde auf jeden Fall mal die Schwierigkeiten ein bisschen runternehmen. Haben wir. Perfekto. Weiter geht's. Was jetzt? Der Zug hält? Macht mir Angst. War das denn mit Ennim Falke? Nee. Das ist nicht gut. Wow. Wieder nicht hoch. Wohin des Weges? Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Besser als ich dachte. Na schön, dem Nächsten entgehst du nicht. Rote Angriffe können nicht geblockt werden, okay? Schneller als ich dachte. Dein Ende naht. Ich vernichte dich. Ja, das glaube ich auch. Schon. Oh.
Wow. Das war knapp, würde ich sagen. Doch nicht so knapp. Ab in den Hyperraum. Ab geht er. Okay, schalt das Ding aus und setz dich hin. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Janda. Und das ist mein Captain, Greased Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also, wer bist du? Cal. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Sehr nice. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Dann bleibe nur noch ich. Captain? Nehmen Sie Kurs auf Bogan. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Tja, chillen, auch nicht schlecht. Ab geht er, würde ich sagen. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Ist dir schon aufgefallen, dass er die ganze Zeit einen Handschuh anhat? Warum hat er einen Handschuh an? Hat er einen auf Flug gemacht, oder was? Steht die Gitarre. Grease? Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Hey, nee, denn nicht, Kollege. Soll ich irgendwo rein? Jetzt können wir mit der Gitarre interagieren, oder was? Lul. Nicht so mein Geschmack und eurer. Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kann man denn eine Jedi gewesen sein?
Geht sowas? Ich euch. Nein. Ich kannte deinen Meister, Gerald Zippor. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Also ich vertraue denen irgendwie noch nicht. Zumal unser alter Meister in der Illusion gesagt hat, vertraue niemanden. Warum denn den jetzt? Auch wenn sie vielleicht unseren alten Meister kannte. Das ist Bogart. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Mhm. Interessant. Möge die Macht mit dir sein. So, jetzt haben wir wieder die Steuerung. Dann suche ich wohl nach einem Jedi. Aber wenn wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten. Du brauchst hier dann mich. Ich würde jetzt irgendwie einsetzen. Oh, kriegen wir bestimmt noch eine Info zu. Oh, niedlich, guck mal, was ist das? Büchse. Geil. Aber bevor ich es vergesse, Leute. Ich würde mich mega interessieren, wie Jedis ihre Macht verlieren oder keine Jedis mehr sind. Also... Ich kenne zwar alle Star Wars Filme und eigentlich auch alle Spiele. Ich weiß, das ist da schon ein, zwei Mal bestimmt drin vorgekommen, dass auch schon mal jemand seine Macht verloren hat, aber hat keinen Plan. Also wer da Infos hat und weiß, warum oder wie ein Jedi seine Macht verlieren kann, gerne mal unten in die Kommentare, würde mich mal echt mega interessieren. Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. Ah ja, Meditationsort. Ah, hier können wir bestimmt... Ah, Speicherpunkt, okay. Findest du... Als Reise in Speichern, okay. Ah ja, und hier kannst du auch skillen, alles klar. Genau, Fähigkeiten bauen. Überkopf schieben. Hat mir ja keine Wahl. Ach so, dass er einmal so quasi von oben übelst krass zuschlägt. Alles klar, ich hab's gecheckt. Jo. Was gibt's denn noch? Windangriff, Sprunghieb, ausweichender Tritt, Windhieb, Takt verlangsamen. Fangendes Blocken. Okay. Und müssen wir jetzt gar nicht, oder? Ganz raus. So, und wieder zurück. Oh. Digga, wer bist du denn? Hey, BD1. BD1? Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ihn suchen wir. Ich suche einen Jedi. Glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Ich wette, wir suchen ihn. Hast du das gehackt?
Danke. Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Erreiche das Gewölbe, ja? Okay. Okay, das wird immer von BB1 angezeigt. Ja, schön. Können wir noch rein und raus? Oh, die ist sogar. Ah ja. Hübsch. Der Holokarte werden auch unerforschte Wege und wichtige Landmarken angezeigt. Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Seilrutsche? Da! Ab geht er! Ah, geil! Wie hast du das gewusst? Schon wieder meditieren? Speichern wir einfach. Haben wir eh noch keine Fähigkeiten. Sehe ich nicht. Na gut. Wir haben ihn benutzt. Tür von anderer Seite verschlossen. Okay. Vorsicht da drüben. Sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Oh. Durchhalten, BD1. Ich komme. Ziemlich mutig. Alles okay? Oh, er ist verletzt. Warte, ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh, der arme BB1. Der ist echt niedlich, der kleine Frotz. Schön. Der Scorn-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay, versuch's. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also, erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. Lichtschwert anpassen. Blau oder grün? Da. Haben wir noch nichts? Alter. Haben wir noch nichts? So. Da haben wir alles noch nichts. War aber eigentlich fast klar. Farbe können wir schon aussuchen. Blau oder grün? Leute. Schreibt mal in den Kommentaren gerne, welche Lichtschwertfarbe ihr geiler findet. Blau oder grün? Wir nehmen jetzt grün. Aber bis zum nächsten Video. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Dann werden wir das beim nächsten Mal nehmen, würde ich sagen. Nice. Können wir noch irgendwas machen? Nö. Aber okay. BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich find schon selber raus. Sehr eng, es wird schon gehen. Ein bisschen umgucken, ob hier noch irgendwas ist, so, ne?
Da fließt Strom durch, würde ich sagen. Verdammt. Ach was. Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Nice. Der Kleine kann uns heilen. Hoppi. Das ist besser. Danke, Kleiner. Na schön. Und auf ein neues. Oh. Okay. Hier, komm an Bord. Nein, ist der Strom weg. Tja, wie kommst du hierher? Das weißt du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Datenbank wurde auch elektrisiert. Was soll ich da sagen? Ah ja, jetzt haben wir immer Zugriff auch auf die Holokarte. Hopp. Würde interessieren, sehen wir jetzt auch noch das andere Ding? Ah, wir können hier auf die verschiedenen Ebenen schalten. Spannend. Vermutlich ist hier genau das Ding, wo wir hin müssen. Okay, alles klar, weiter geht's, würde ich sagen. Aber da. Du wärst hier einmal im Kreis gelaufen, Alter. Komm, schalte ich gerade scannen. Ah, da. Flora und Fauna. Ach, ich glaube. Pass mal auf. Eine Truhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Ah! Zack, weg ist er. Was haben wir gefunden? Neue Sender erhalten. Du kannst Lichtverteiler auf der Galaxie und das austauschen. Ah ja, okay. Jetzt haben wir also Lichtverteiler gekommen. Oh, jetzt bin ich eigentlich nochmal in Verführung, dahin zu rennen, aber ich würde interessieren. So klappt's also nicht, okay. Was wir jetzt bekommen haben. Komm her, BD1. Haben wir jetzt noch einen neuen Kristall? Ah ja, aber einen Sender haben wir neu. Oben das Ding. Ah. Das sieht ja schon eleganter aus. Ne, da behalten wir erstmal den. Das war was kriegen wir, ne? Eine Teil. Ja. Ja. Hm. In 20 Minuten. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Leute. Wir können noch mal gucken, ob wir hier irgendwo rauskommen. Aber gerade sieht es nicht so danach aus. Ah, guck mal hier, was ist hier? Echo. Erinnerung? Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Der macht Informationen bestimmte Objekte halt. Hmm. Also hier runterspringen ist es auf jeden Fall nicht richtig. Das, oder? Nee, niemals, Leute. Nun, kletter hoch da. Geht doch. Guck mal, wir können hier einfach hochgehen, Leute. Was haltet ihr davon? Wie schlecht, ey. Dorthin müssen wir. Ich fühle es. War knapp. Wir kommen dem Ding auf jeden Fall immer näher. Du hast alles kartografiert. Was? Hier ist geblockt. Grün ist verfügbar.
Uff, Leute. Ganz kurze Pause, ich muss mal schnell pinkeln. Ja. Jo, weiter geht's. So, das scheint jetzt hier geblockt zu sein. Aber guck mal, wir können hier unten, glaube ich, weiter. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Verstehe ich jetzt nicht. Guck mal, hier unten ist ja noch was in Gelb. Unerkundet. Okay, ich würde sagen, wir gehen runter. Nix funktioniert hier, ey. Das war wieder arschklar. Da kommt man hier drüben auf jeden Fall. Das ist ein großer Käfer. Wow. Man die auch abhören? Ja. Jemand hat hier gelagert. Sie hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinock. Kommen wir auf jeden Fall hoch, Hobby. Kannst du das hacken? Ja, dein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Ja, nice. Noch ein neues Lichtverteil. Okay, jetzt müssen wir ihn erst reparieren quasi. Jetzt könnten wir da wieder rüber, das bringt uns glaube ich nichts, oder? Geht's jetzt weiter? Bin verwirrt. Könnten darüber? Da mal hin? Ich hab gedrückt, Leute, ich verspreche es euch. Warum geht das hier nicht? Hier wieder einen Speicherpunkt. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Zeit für ein Stim. Ich bin dir dankbar. Wäre lustig gewesen, wäre das jetzt kaputt gegangen. Schade. Ich glaube, hier hat er Bock drauf. Sollen wir runter gucken? Wow. Lauf weg. Ich hab gedacht, das kann man irgendwie runterschießen.
hast dich gerade vergraben. What the fuck, Digga? Können wir hier hochklettern? Oh! Digga! Das ist schon! Lauf! Bro, lauf! Guck mal, da können wir hochklettern. Das sieht gut aus. Schnell weg hier. Eieieiei. Unterirdische Zuflucht, Alter. Ausruhen. Ah, sogar regenerieren wir, top. Ach, dann respawn auch die Gegner. Geil. Ich würde sagen, wir gucken, er ist drin, oder? Und da dann klettern könnte? Ja, nee, wir brauchen bestimmt diesen Machtsprung irgendwie. Dahinter, also quasi unter uns jetzt, ist auch noch was. Gucken wir erstmal hier oben. Oder auch nicht. Da werden wir auf jeden Fall erstmal da wieder hochkommen, glaube ich. Gott, Alter, ist das weitläufig alles. BD1. Siehst du was da drin? Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Wandlau, perfekter Hammer. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ich erinnere mich an alte Tricks. Nice. Ah, jetzt werden wir drüben bestimmt nämlich auch weiterkommen. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Da oben, ja, jetzt kommen wir da nämlich auch weiter. Perfekto. Das haben wir freigeschaltet, top. Endlos geht das also nicht. Ich frage mich ganz ehrlich, wie man da noch hinkommt. BD1. Hä? Parafisch. Wie kommt man da hin? Ah, hier würde ich auf jeden Fall sagen, nicht.
Okay, hier kommen wir auf jeden Fall so erstmal wieder hoch, aber nicht an den Gegenstand, der hier unten sonst noch war. Schade. Na, Stulli. Das hat aber geklappt. Digga! Perfekto! Diese Tasche stammt von Coruscant. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Coruscant. Der Gegenstand ist rot, die können die Macht also noch nicht einsetzen, schade. Ah ja, jetzt kommen wir hier auch rüber. Oh, guck mal, hier haben wir noch eine Kiste. Nehmen wir auch noch mit. Wo willst du hin? Alles fürs Lichtschwert. Also, was war drin? Kommen wir auch eine Seilrutsche hoch? Nee, oder? Muss ja echt genau drauf gucken, glaube ich, immer, dass das funktioniert. Hey! Was ist das, BD1? Den Poncho können wir im Pausenmenü wechseln. Ah ja, gut zu wissen. So, und jetzt mal wieder hier oben. Toppi. Aber Leute, ich würde sagen, soll es das mal wieder für dieses Video gewesen sein. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ja. Ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Haut da rein.